Hallo und herzlich willkommen hier bei Blue Frame Video. Heute mal wieder im Rahmen Ausflugsziele NRW nehme ich euch mit auf einer meiner Lieblingsfahrradtouren. Los geht es hier in Essen-Kettwig. An diesem Schiff, an dem Restaurantschiff, starten wir. Und dann geht es den alten Leinpfad Richtung Mülheim. Und was man da alles so unterwegs sieht und ob sich das lohnt, hier mal eine Runde Fahrrad zu fahren, nehme ich euch einfach mal mit. Los, kommt! Ja, da ist das Restaurantschiff. Also es sieht relativ einfach aus, das Essen war aber sehr hochwertig, was wir gegessen haben. Kann ich nur empfehlen, falls man hier eine Stärkung braucht. Hier mal ein kurzer Abschnitt auf offener Strecke. Hinter mir diese wunderschöne Brücke von der A52. Viele werden sagen, Autobahnen sind doof, Brücken sind doof, verschandeln die Landschaft. Ich find's toll. Super Bauwerk, ich freue mich darüber. Ansonsten alles Natur hier ringsrum. Überall Tiere, Gänse, alles was hier kreucht und fleucht, ist wirklich toll. Ja Freunde, ist der Mais schön hoch, freut sich der Koch. Nein, war nix, okay, Entschuldigung. Trotzdem, schönes Maisfeld hier. Vor etwa anderthalb Kilometern haben wir einmal die Ruhr überqueren müssen, weil man mit dem Fahrrad nicht weiter kann. Und dann kommt schon als nächstes da hinten eine Brücke. Darf man mit dem Fahrrad theoretisch nicht drüber fahren, wir machen das trotzdem. Und dann sind wir auch gleich schon an dem, wie nennt sich das Teil nochmal? Komme ich gleich zu. Natürlich Wasserbahnhof. Mir ist es dann auch wieder eingefallen, so heißt es. Da hinten werden mit Rechen, wird der Dreck hier aus der Ruhr gezogen, Schwebstoffe und so. Da hinten fährt übrigens ein Fahrgastschiff, das filmen wir auch gleich mal. Und dahinter ist eine Turbine, wo Strom erzeugt wird. Dafür muss das alles ein bisschen sauber sein hier. Und das hier nennt sich Wasserbahnhof Mülheim. Also Leute, wer Natur mag, ne? Dann hier. Gerade haben wir gesehen, auf der einen Seite sind die Rechen, die das Ruhrwasser reinigen. Dann geht das hier durch das denkmalgeschützte Wasserkraftwerk Kahlenberg. Und hier werden fast 5 Megawatt elektrische Leistung erzeugt. Hier laufen Kaplan-Turbinen drin, die dafür sorgen, dass die Generatoren hier angetrieben werden. Übrigens, wer meinen Kanal verfolgt, Blue Frame Video, ich habe ja auch so Abnehmvideos, kein Zucker essen, 5-2 Diät, könnt ihr euch alles hier auf meinem Kanal angucken. Also, wenn man das jetzt so sieht, ist ziemlich erfolgreich, bin jetzt bei minus 22 Kilo, also Videos angucken, dann könnt ihr das auch. Und ich habe noch parallel zu dieser Essen-Mülheim-Tour eine Tour von Hattingen nach Bochum-Dahlhausen gemacht. Das könnt ihr euch auch hier auf meinem Kanal angucken, müsst ihr nur suchen. Verlinken tue ich nichts mehr. Ich sage immer, ich verlinke das hier. Habe ich auch noch nie gemacht. Deswegen könnt ihr ja da gucken. Ja, ich weiß schon, im Grunde ist das hier erst der richtige Wasserbahnhof. Ja, manchmal gibt es mich ja mehrfach. Alles klar.
Ja, es sind in der Tat nur 10 Kilometer von Essen-Kettlich bis Mülheim. Also wer jetzt viel radeln will, da ist das nichts für. Wer Natur genießen will und auch so eine schöne Ausblicke hat wie hier, ja, da kann man das schon machen. Meine Kamerafrau schwenkt mal bitte noch einmal hier rüber Richtung Promenade. Hier gibt es einen Bootsverleih, da kann man so Ferraris mieten, Tritt. Ferraris heißen die dann, glaube ich. Ich weiß nicht. Wunderschöne Kirche da oben. Und also hier kann man es tatsächlich aushalten. Hier werden wir jetzt verweilen, ein bisschen was essen. Ja, und vielleicht gibt es da noch ein Weizenbier. Kann sein, ja. Mal gucken. Ja, und dann würden wir dann uns gleich nochmal melden. So Freunde, direkt vis-à-vis der Ruhr, einmal 180 Grad drehen, ist das Mezzomar. Das ist das Restaurant unserer Empfehlung. Da gibt es Spaghetti mit Chili, die treiben einem die Tränen in die Augen, ich schwöre es, da kommt vielleicht gleich noch was. Ist Werbung, weiß ich, aber ich mache das gerne, weil das hat mich voll überzeugt. Hier kann man gut essen, hier kann man gut sitzen und hier kann man gut feiern. Resümee, also. Diese Radtour hier, das ist tatsächlich meine Lieblingstour. Wir haben ein wunderbares Wetter heute, am 1. August 2020. Und wir haben gut gegessen. Die Rückfahrt dokumentieren wir jetzt nicht, das ist uninteressant. Diese Radtour kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine kleine Tour machen wollt. Die ist nur 20 Kilometer. Man kann allerdings auch am Baldeneysee in Essen starten. Dann habt ihr vielleicht 40, 45 Kilometer. Das ist also, wenn man längere Strecken fahren will, okay? Bitte einmal durch. Danke. Das ist für längere Strecken dann okay, aber hier gibt es so viel zu sehen, dass man also Stunden verbringen kann hier an der schönen Ruhr von Essen nach Mülheim. Fahrt mal nach, hier auf Blueframe Video.